Liebe Gemeinde hier und zu Hause, liebe Schwestern und Brüder, wie ein prallvoller Kleiderschrank kommt mir der Bibeltext aus dem 1. Timotheusbrief Kapitel 2 vor, auf den wir heute gemeinsam hören sollen. So voll, dass es eine Anmaßung ist, ihn in einer halben Stunde zu verstehen und in unsere Situation hereinzuholen. Die 15 Verse sind, wir werden es sehen, brisant und aktuell. Also mitten hinein in unseren Kleiderschrank, er ist gestopft voll mit dem Thema Gottesdienst. Und der Gottesdienst sah damals anders aus als heute. Mehr wie eine Mischung zwischen Hauskreis und Gemeindeversammlung. Nicht so durchgeplant und formvollendet, immer in Gefahr im Chaos zu enden, denn es gab jede Menge Leute, die dort zu Wort kommen wollten. Kunterbunt ging es zu. Wenn wir den Schrank öffnen, kommt uns als erstes das Stichwort Beten entgegen. Wir lesen: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Gebet hat Priorität, sagt Paulus. Das hätten wir vermutlich nicht erwartet. Die Theologie oder die Predigt oder das Evangelium, das war doch sein Ding. Aber Gebet, Hand aufs Herz, wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir die Dinge manchmal anders. Luther sagte mal, je mehr Arbeit er an einem Tag zu tun habe, desto mehr Zeit nehme er sich fürs Beten. Und dieser Haltung bin jedenfalls ich weit entfernt, muss ich gestehen. Da muss und da will ich auch daran arbeiten. Es ist kein Zufall, dass in vielen Gemeinden schon vor langer Zeit zuerst die Gebetsstunde und dann auch die Bibelstunde mangels Interesse gestorben ist. Also Gebet. Die vier Begriffe für verschiedene Arten des Betens kommen uns aus dem Konfirmandenunterricht bekannt vor. Wir haben auf die Frage, was ist das Gebet, zu antworten gelernt: Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Paulus greift die Fürbitte heraus. Für alle Menschen soll in der Gemeinde gebetet werden, nicht nur für die, die uns nahestehen, die wir mögen, deren Situation uns gerade beschäftigt. Jede und jeder von uns könnte da wohl Namen nennen. Die Corona-Krise macht es uns wieder bewusst. Die Menschheit braucht das Gebet der Christen. Wo Wissenschaftler nur Probleme sehen und Politiker Konflikte fürchten, da können wir als Christen zuversichtlich mit Gott reden. Ich bin der Herr, dein Arzt, hat er gesagt. Er kann denen, die verzweifelt nach einem Impfstoff suchen, kreative Ideen geben. Und denen, die übermüdet Infektionsketten zurückverfolgen, einen klaren Kopf. Wir enthalten der Menschheit etwas vor, wenn wir darum nicht als Christen beten. Damals, als Paulus kurz vor der großen Christenverfolgung unter Kaiser Nero an Timotheus schrieb, wurde die Lage der Christen langsam bedrohlich. Nero hat den Christen ja in Rom die Brandstiftung nicht aus heiterem Himmel in die Schuhe geschoben. In der Bevölkerung gärte schon längst die Meinung, diese neue Sekte sei der Staatsfeind Nummer eins. Sie sei eine Bedrohung für Roms Gesellschaft und Kultur und den inneren Frieden. Und was tut Paulus? Er lässt die Gemeinden nicht
gegen Nero beten, sondern für diesen schwierigen König und Kaiser. Für den schwierigen Kollegen, der mich mobbt. Für die Nachbarin, die keine Chance auslässt, es mir schwer zu machen. Für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dieser Satz wurde früher von vielen als typischer Ausdruck einer frömmelnden Spießbürgerlichkeit verstanden. So ganz anders als der aufmüpfige Paulus. Und das war dann ein Argument gegen Paulus als Verfasser des ersten Timotheusbriefs. Dabei ging es hier überhaupt nicht um eine beschauliche Gartenzwerg-Idylle. Es ging schlicht um das Leben der Gemeinden und das Überleben. Seien wir dankbar für die Freiheit, die wir seit über 70 Jahren als Christen in Deutschland West leben, glauben und dabei sogar evangelisieren dürfen. Also beten für die Politiker, auch wenn uns ihre Meinungen und Maßnahmen nicht immer gefallen. Dass Gott ihnen verlässliche Analysen schenkt, gute Berater und einen klaren Kopf für richtige Entscheidungen. Paulus fordert auf, für Nero zu beten, der ihn wenig später enthaupten ließ. Gebet hat Priorität. Zweiter Punkt: Gottes Ziele im Blick behalten. Paulus schreibt, dies, nämlich das Gebet im Gottesdienst, ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann hält er mit Sätzen, die damals den Gemeinden wohl geläufig waren, das Zentrum des christlichen Glaubens fest. Er schreibt: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Liebe Schwestern und Brüder, mehr Paulus geht überhaupt nicht. Gott will retten, nicht vernichten. Er will möglichst viele retten, das heißt, möglichst viele Menschen auf seine Seite ziehen. Auch wenn wir meinen, wir hätten alles im Griff in einer immer haltloser werdenden Gesellschaft, auf einem geschundenen Planeten. Wir brauchen einen, der uns hier rausholt. Wir Menschen brauchen Jesus unbedingt. Das ist die Botschaft, die Christen aller Konfessionen verbindet und die sie zugleich gegen alle anderen Religionen abgrenzt, ja, gegen alle. Dritter Punkt: Paulus kannte seine Gemeinden genau. In Ephesus, wo Timotheus die Gemeinden leitete, hatte er fast 3 Jahre lang gelebt und gearbeitet. Es hatte klein angefangen, mit 12 Männern, die schon irgendwo mit der Verkündigung des Täufers Johannes in Berührung gekommen waren und sich darauf eingelassen hatten. Paulus führte sie dann den entscheidenden Schritt weiter von Johannes zu Jesus, von der Umkehr zur Erlösung. Er hatte in einem privaten Bildungszentrum evangelisiert und Hauskreise gegründet und er hatte natürlich diese tolle Weltstadt Ephesus und ihre Menschen sehr gut kennengelernt. Er kannte seine Gemeinden. Schrieb er ihnen Briefe, dann ging er sehr konkret auf ihre Bedürfnisse ein, auf ihre Sorgen und Konflikte, auch in Ephesus. Hatte er eben Grundlegendes
zum Gottesdienst und vor allem zum Gebet im Gottesdienst gesagt, so nimmt er nun quasi die Lupe zur Hand und schaut genau hin. Wo kann, wo muss man den Christinnen und Christen in Ephesus im Blick auf ihren Gottesdienst helfen? William Hyde, ein amerikanischer Evangelist, erzählt in seinem Buch Mit Pferd und Bibel in die Prärie, was er erlebt hat. Aus einer Gemeinde berichtet er von Gemeindegruppen, die sich gegenseitig misstrauten, ja, bekämpften. Das lief dann so. Während in der Gebetsstunde jemand aus der einen Gruppe betete, wartete die andere Gruppe nur darauf, dass eine kurze Pause eintrat, und dann fielen sie mit einem kräftigen Amen ein. Und jetzt konnte einer von den eigenen Leuten beten. In Ephesus herrschten wohl ähnliche Zustände. Paulus nimmt sich zuerst die Männer vor, dann die Frauen. Bei den Männern beanstandet er ihre innere Einstellung beim Beten. Er schreibt: So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Zwei Punkte fallen uns auf. Erstens, Gebet ist nicht nur eine Sache für Frauen, sondern auch für Männer. Manche kennen den DFMGB, den Deutschen Frauenmissionsgebetsbund. Auch hier in Reutlingen gibt es eine Gruppe. Da beten Frauen gemeinsam für Missionarinnen. Das ist wichtig und gut. Aber Paulus sagt, auch die Männer sollen beten. Zweitens, wirft der Apostel, der ja auch Seelsorger war, einen Blick in die Köpfe und in die Herzen der Männer. Er sagt, ohne Zorn und Zweifel sollen sie beten. Hier lohnt sich ein zweiter Blick. Das griechische Wort für Zorn beinhaltet nämlich das Sinnen auf Rache und Strafe für den anderen. Zorn entspringt nicht bloß der Emotion, dem Gefühl. Er schließt immer auch ein überlegtes Handeln ein. Und schließlich schließt Zorn auf einen Menschen die Liebe zu diesem Menschen aus. Wir müssen uns dabei immer bewusst sein, dass es in der antiken Gesellschaft längst nicht so gesittet und zivilisiert zuging wie bei uns, deren Leben 1500 Jahre durch christliche Werte beeinflusst wurde. Da flogen damals sehr schnell die Fetzen, etwa zwischen zwei Kaufleuten oder zwischen einem Herrn und seinem Sklaven. Und jetzt saß dieser Sklave im Gottesdienst auf einmal zwei Reihen vor seinem Herrn. Da war es für beide nicht einfach, den Zorn aufeinander an der Garderobe abzugeben. Ohne Zweifel. Für ohne Zweifel sollten wir besser übersetzen, ohne berechnende Überlegung. Womit kann ich die beeindrucken? Wie kann ich dem eins auswischen? Solche Gedanken stehen dahinter. Zorn und Zweifel haben also einen negativen Geschmack. Wie kann ich mit einem und vielleicht sogar für einen beten, der in meinem Kopf solche Gedanken auslöst? Paulus sagt, so könnt ihr nicht beten. Bitte stellt das ab. Daneben stellt er das Auftreten der Frauen beim Gebet und im Gottesdienst. Hier spricht er das Äußerliche an, das aber innerliche Hintergründe hat. Wie eine sich ausstaffiert, wie sie sich selbst darstellt und verhält, wie sie auf andere wirken möchte. Wir müssen uns, wenn wir Paulus verstehen wollen, ein paar Dinge aus dem antiken Ephesus bewusst machen. Paulus berichtet
Im 19. Kapitel Lukas berichtet im 19. Kapitel der Apostelgeschichte von den Streitigkeiten, die die Verkündigung des Paulus in Ephesus ausgelöst hatte. Zum Staatsproblem wurde das, als sich die Tourismusindustrie durch die Verkündigung eines unsichtbaren Gottes in ihrer Existenz bedroht sah. Wer kauft schon für teures Geld silberne Statuetten der Fruchtbarkeitsgöttin Artemis, die wir hier sehen, für seinen Hausaltar, wenn Gott doch laut Paulus gar keinen Körper haben soll? Der Tempel der Artemis, der übrigens zu den sieben Weltwundern der Antike gehört, spielte in der Stadt eine beherrschende Rolle. Natürlich religiös, durch die vielen Pilger, wirtschaftlich, sozial und, besonders für die Männer, auch als Spaßfaktor. Fruchtbarkeitskulte verbreiteten damals eine stark erotische Atmosphäre. Sexualität war eine Folge des Wunsches nach Fruchtbarkeit. Das heißt im Klartext, so wie es auf dem Tempelberg in Korinth über 1000 Kultprostituierte gegeben haben soll, so warteten auch in Ephesus beim Artemis-Tempel viele bereitwillige Frauen auf Männer. Sie waren an ihrer Aufmachung als solche zu erkennen. Paulus nennt drei Bereiche weiblicher Schönheitskultur, über die er spricht. Die Mode, also die Kleidung, die Frisuren und den Schmuck. Er mag mit den Frauen am Artemis-Tempel manches Gespräch geführt haben. Was er nicht wollte, ist, dass die Frauen in der Gemeinde sich ihnen anpassten, um Männer auf sich aufmerksam oder von sich abhängig zu machen. Nochmal, es ging damals in den Gottesdiensten lockerer, dynamischer zu als heute bei uns. Das Zusammenleben in der Gesellschaft und mindestens anfänglich auch in den Hauskreisgemeinden verlief nach anderen Regeln, als wir sie heute kennen, manchmal auch nach gar keinen, eben kunterbunt. Auch Frauen kamen zu Wort. Und auf einmal durften sogar Sklaven und Sklavinnen mitreden. Viele wollten gehört und wahrgenommen werden. Damit es nicht im Chaos endet, erwartet Paulus von den Christinnen in Ephesus, dass sie sich zurücknehmen. Nur in Klammern gesagt, die Frage, wie erscheine ich im Gottesdienst? Welche Wirkung hat das, selbst wenn ich es ganz unbefangen tue? Diese Frage hat auch heute noch ihre Berechtigung. Also, vor Gott und im Blick auf ihre Erlösung gibt es zwischen Mann und Frau keinen Unterschied. In der Gemeinde dürfen Frauen ganz selbstverständlich erstens teilnehmen, zweitens beten, drittens sogar prophetisch reden, was einer Predigt ziemlich nahe kommt. Es geht lediglich um das Wie, um die Art, wie sie das tun. Übrigens werden die Männer hier genauso zurückgepfiffen, weil sonst das Chaos droht. Nun geht es aber weiter. Paulus schreibt, desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen und kostbarem Gewand, sondern, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Was für unsere Ohren und Köpfe zunächst anstößig klingt, nämlich dass der Beteiligung der Frauen in der Gemeinde Grenzen gesetzt werden, heute würden viele sagen, sie diskriminiert werden. Also, was heute anstößig klingt, war damals genauso anstößig, nur in eine andere Richtung. Ich nehme ein Beispiel aus dem jüdischen Bereich.
Es gibt den Satz von Rabbi Eliezer ben Hyrkanos, der lebte so 90 bis 120 nach Christus etwa, und er hat über die religiöse Bildung von Mädchen Folgendes gesagt. Zitat: Wer seine Tochter das Gesetz lehrt, der lehrt sie Ausschweifung. Ende des Zitats. Das hieß im Klartext: Bildung und erst recht religiöse Bildung ist nichts für Mädchen und Frauen. Paulus dreht das gerade um. Ja, sagt er, Frauen sollen Bildung erhalten, sie sollen lesen und schreiben können, sie sollen lernen, mit der Heiligen Schrift umzugehen. Sie haben hier einen großen Nachholbedarf, sie sollen für die religiöse Erziehung der Kinder zuständig sein. Wir könnten das fortsetzen. Nein, das Schicksal der Mädchen in Ephesus, jedenfalls der jungen Christinnen, soll nicht das einer Tempeldirne sein. In gewissem Sinne baut Paulus ihnen in der Gemeinde ein Hoffnungshaus, so wie es die Apis in Stuttgart getan haben. Noch etwas stört unser modernes Empfinden. Das Stichwort Unterordnung. Es ist sicher kein Zufall, dass Paulus gerade auch in seinem Epheserbrief ausführlich das Thema Männer und Frauen behandelt. Hier gab es in der Gemeinde offensichtlich ein konfliktreiches Hotspot. Auch dort spricht er von Unterordnung, aber nicht in einem demütigenden Sinn. Damals, das müssen wir uns bewusst machen, damals war es geradezu das Ziel jedes Menschen, an dem für ihn richtigen Platz zu leben und sich einzuordnen. Ordnungen wurden als Schutz und Geborgenheit gebend verstanden, nicht als Einengung oder Degradierung. Nicht umsonst endet der Abschnitt im Epheserbrief mit den Worten: Ein jeder Mann liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still, schreibt Paulus. Und dieser Satz bohrt sich wie ein Stachel in unser Denken. Darf sie nun oder nicht? Beten und prophetisch reden ja, lehren nein? Was meint Paulus eigentlich? Oder sollen Frauen, übrigens Männer auch, erst zuhören und lernen, bevor sie selbst zu Wort kommen? Die Frage ist, ob Paulus damit einen Grundsatz für alle Zeiten aufstellen wollte und alle Orte, oder ob er zunächst einfach an die konkrete Situation in Ephesus dachte und dort Ordnung in den Gottesdienst bringen wollte. Auch wenn man mit diesem Argument, dass eine biblische Aussage nur in einer bestimmten Situation so gilt, sehr vorsichtig sein muss, würde ich es hier doch gelten lassen. Mit einer Einschränkung. Der Nachsatz, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, dieser Satz ist im Sinne der Gleichberechtigung natürlich zutreffend. Alle sollen gleiche Rechte haben. Schauen wir aber genauer hin, dann zeigt sich, dass es hier in Ephesus, auch in Korinth, eigentlich wohl um Ehepaare ging, Ehefrauen und Ehemänner. Das griechische Wort hat nämlich die Bedeutung, etwas auf eigene Faust tun, also zu handeln, ohne Rechte und Interessen eines anderen zu berücksichtigen. Das ist für Paulus allerdings ein Problem, denn Ehefrauen waren damals rechtlich sehr schlecht gestellt. Ohne den Ehemann lief rechtlich gar nichts. Wenn sie nun anfingen, die Frauen, unter Berufung auf ihren neuen christlichen Glauben,
auf eigene Faust zu leben und zu handeln, dann wollte Paulus das nicht, weil er die Ehe schützen wollte. Und das gilt eigentlich ja auch heute noch für eine Ehe. Zwei Kleinigkeiten stehen jetzt noch auf meinem Programm. Die Sache mit Adam und Eva und die Behauptung, Frauen würden aus Gottes Sicht schon gerettet, wenn sie Kinder zur Welt bringen. Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot, so schreibt Paulus. Klar kannte er den biblischen Bericht über den Sündenfall. Wie kann er dann behaupten, Adam habe nicht von der Frucht gegessen, die Eva ihm gab? Hier müssen wir, was Paulus an unserer Stelle schreibt, aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 3, Vers 6 ergänzen, so wie wir seine Sätze hier ja insgesamt durch andere biblische Aussagen und auch Paulus' Aussagen über die Frau ergänzen müssen. Das ist allerdings ein anderes Thema. Sie, die Frau, wird aber gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie die Kinder nämlich mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung bleiben, so fährt Paulus fort. Ist eine Frau vor Gott schon aus dem Schneider, wenn sie bloß, salopp gesagt, für die Reproduktion des menschlichen Geschlechts gesorgt hat? Das hieße ja dann auch, alle Mütter sind vor Gott in Ordnung, egal was sie glauben und wie sie leben. Und umgekehrt, Frauen, die keine Kinder bekommen können oder bekommen haben, haben bei Gott keine Chance. Beides hat Paulus sicher nicht gemeint. Wir werden gerecht durch das Opfer Jesu, sofern wir es vertrauensvoll für uns persönlich annehmen. Und zwar nicht, weil wir das verdient hätten, sondern weil Gott es uns großzügig schenkt und zurechnet. Dabei bleibt es erst recht für Paulus. Sie verstehen nun, warum ich eingangs von einem brisanten Text gesprochen habe und ich habe mir ihn auch heute gewiss nicht ausgesucht. Schade, dass wir jetzt nicht ins Gespräch kommen können. Manches finden wir richtig und gut, etwa die hohe Gewichtung des Gebets in der Gemeinde und seine Verknüpfung mit dem Rettungswillen Gottes oder auch die knappe Beschreibung des Todes Jesu als Lösegeld für alle. Anderes geht uns oder doch mindestens manchen von uns gegen den Strich, auch weil das Denken und die Verhältnisse unserer Zeit so völlig verschieden davon sind. Wir haben versucht, uns ein paar der wichtigen Aussagen des Textes anzunähern und ich habe versucht, Ihnen die dazu nötigen Schneisen zu schlagen. Weiterdenken, darüber reden, das müssen Sie jetzt selbst tun. Wir beten. Herr, unser Gott, dein Wort ist so hilfreich für uns. Aber es geht uns nicht immer herunter wie süßer Honig. Manchmal haben wir Probleme damit, es anzunehmen und richtig zu verstehen. Wir möchten dich bitten, dass unser Hören auf dein Wort von Texten, die uns gegen den Strich gehen, nicht beeinträchtigt wird, sondern dass wir dir vertrauen und dass dein Geist an uns wirken kann, dass wir dein Wort richtig verstehen. Und gib uns auch die Kraft, danach zu leben. Amen.